Was macht denn Herr Grusel hier auf unserem Grundstück? Wie du vorhin gesehen hast, ist Herr Grusel da. Er war so nett und hat uns bei einem Schulprojekt geholfen. Ein Vulkan ist schon fertig. Ja, Dara ist immer noch K.O. Und wie du zum Beispiel jetzt bei Laura siehst, sie hat einen komplett neuen Style. Ich habe den Kindern überwiegend kaputte Kleidung rausgesucht. Laura hat natürlich ihre Haare behalten, so wie sie im Kleinkindalter waren. Es waren im Grunde etwas andere Haare, nur ich finde, sie hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert, wenn sie so aufgeplusterte Haare hat. Und ich denke, ich muss euch nicht erzählen, dass die Kleidungsstücke überwiegend aus der Tonne sind. Ja, mal schauen, wann sie sich etwas schönere Kleider leisten können. Und Brooklyn habe ich so typisch, prinzessinhaft gekleidet. Sie hat viel in Rosa an. Und Anthony, der wahrscheinlich gerade badet. Ja. Er hat noch eine coole Mütze von mir bekommen. Diese siehst du ja auch hier. Und Anthony kann hier weiter schlampig arbeiten. Ich denke, Straßenkinder, die müssen erstmal es lernen, fleißig zu arbeiten oder vorsichtig dran zu arbeiten. Das ist das Projekt von Brooklyn. Sie kann sich ja dran setzen, vorsichtig oder schlampig. Ich nehme mal hier vorsichtig. Ich denke, sie hat da ein Händchen für. Laura hat schon ihr Projekt fertig und ich glaube, und Staria, genau da. Kannst mal schlampig arbeiten. Denn ich denke, die Gute ist schon ziemlich fertig mit der Welt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie eine Rebellin in der Teenagerzeit wird. Oder sie erreicht eine komplett andere Schiene und wird fleißig und möchte ihre Ziele im Leben erreichen. Denn sie weiß, was es bedeutet, auf der Straße zu leben. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Und vielen Dank nochmal für eure Kommentare. Ich freue mich, jedes Mal von euch zu lesen. Und der Kommentar, wo geschrieben wurde, dass ein Teenager vielleicht kleptomanisch sein könnte, hat mir auch sehr gut gefallen. Dann bringen die Kinder aus der Schule gestohlene Sachen mit. Könnte ich mir auch sehr gut bei den Kindern vorstellen, dass vielleicht ein oder sogar zwei Kleinkinder kleptomanisch wären und sich dadurch ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Laura, du treibst da Unfug. Du bist auch todmüde. Ich denke, heute werden wir mit den Kindern nicht zur Schule gehen. Denn wir müssen uns immer vor Augen halten, es sind immer nur Straßenkinder. Ich sehe die Schule halt jetzt nicht als klassische Schule und ich denke, dass sie heute einfach auf dem Grundstück bleiben, beziehungsweise wir werden dann wegfahren. Brooklyn, vielleicht kannst du hier ein paar Sachen rausholen, denn Toni scheint hungrig zu sein. Vielleicht etwas Apfelmus, aber dazu musst du hier aufhören mit deinem Schulprojekt. Ja, Laura tut mir auch schon etwas leid. Gute Nacht. Also ich brauche definitiv etwas mehr Betten. Und ihr müsst unbedingt eure Inventare mal sauber machen. Das sieht ja schrecklich aus. Hier ist noch ein Bild, aber ich glaube, das ist nicht fertig. Und Toni, du wächst doch hier jetzt nicht etwa Brooklyn, oder? Frag ihn mal nach dem Tag und lernt euch etwas kennen. Toni ist älter geworden, das ist ja sehr cool. Also wir haben auf jeden Fall schon mental vergeben, Motorik und sozial. Ich denke, Toni könnte ein kreatives Kind sein. Und bei den Merkmalen werde ich auswürfeln, wobei ich schau mal eben kurz, ob ein Kind schon eventuell kleptomanisch sein könnte. Also es könnte durchaus ein Kind schon kleptomanisch sein. Sehr interessant. Okay, du bist unser Kleptomane mit einer kreativen Ader. Das gefällt mir. Und wie siehst du aus? Du hast dunkle Haare, bist auch etwas pummelig, aber daran werden wir arbeiten. Ein Umstyling bekommst du dann auch zur nächsten Folge. Dann müsste Justin im Grunde heute auch altern. Da bin ich sehr gespannt. Daria, du hast noch so viel Energie. Vielleicht kannst du hier etwas aufräumen. Ich finde das richtig dreckig hier. Anthony ist natürlich todtraurig wegen seinem Puppenhaus. Aber sortiere auch mal das verdorbene Essen aus. Denn ich muss hier langsam wieder eine Grundstruktur finden. Und mir ist aufgefallen, dass wir bezüglich der Rechnung ein kleines Problem haben. Natürlich können wir die Rechnung von 1000 Simoleons nicht bezahlen. Aber unser Monster, der schläft gerade wohl. Der ist der Einzige im Grunde, der die Rechnung bezahlen kann. Sprich,
Ihn spiele ich ja nicht aktiv. Die Rechnung können wir erst bezahlen, wenn Daria zur Teenagerin wird. Und das wird am Samstag. Wir bedenken, es gibt keine Torte. Also hat sie offiziell erst am Sonntag Geburtstag. Das sieht doch hier gleich viel besser aus, wenn das hier so aufgeräumt ist. Mich würde sehr interessieren, wie die Kinder sich hier so verstehen. Denn das hat sich ja mit der Zeit auch aufgebaut. Und Daria versteht sich am besten mit Justin. Anthony versteht sich mit Brooklyn am besten. Und Laura, gefolgt von Justin. Ich denke, Anthony könnte ja so ein Frauenheld dann eventuell werden. Brooklyn versteht sich ja mit sehr vielen. Sie ist ja seit neuestem jetzt sozial und möchte Liebling der Massen werden. Sie hat sehr viele grüne Punkte gesammelt. Laura, ja, die ist auch sehr gesprächig mit anderen. Und Toni mag Justin, Laura und Brooklyn am liebsten. Justin wird gerade älter und er weint direkt. Happy Birthday, lieber Justin. Wo läufst du überhaupt hin? Der möchte wahrscheinlich zu dem Monster und findet den Weg nicht. Ich finde das so cool, dass er weiße Haare hat. Dadurch sticht er auch aus der Masse raus. Ich denke, da wähle ich einfach bei ihm mein liebstes Bestreben. Ich pendle meine Sims gerne immer zwischen Kreativ und Motorik. Und er wird die Motorik machen. Und wie gesagt, hier werden wir würfeln und er ist Geek. Interessant. Vielleicht gewinnt er irgendwann mal ein PC bei der Geekcon. Oh ja, du bist traurig. Wow, siehst du gruselig aus mit deinen Augen. Also ich fand das früher schon gruselig und dein Style gefällt mir. Es hat was. Oh nein, oh oh. Perfekt. Ihr zerstört gerade unser Geld. Und das kann man dann jetzt weghauen. Von vorne beginnen. Ach, du kannst hier von vorne beginnen. Gut, mein Projekt. Jemand wird dafür bezahlen, das Schulprojekt von Daria zerstört zu haben. Ist da eventuell schon eine Feindschaft zu sehen? Zwischen Daria und Justin. Im Grunde verstehen sie sich sehr gut und jetzt gehen die Kinder doch zur Schule. Und wir fahren zum nahegelegenen Spielplatz. Also diesen Spielplatz finde ich richtig cool. Im Grunde wäre es auch perfekt für Kleinkinder gewesen. Das Haus oder das Grundstück habe ich nicht selbst gebaut. Es ist aus der Galerie. Und hier siehst du den Ersteller. Ja, dann könnt ihr auf jeden Fall mal zusammen spielen. Oh, und hier ist sehr viel Sand. Das heißt doch für uns Muschelzeit, oder? Wir können Sandskulpturen bauen, im Sand spielen. Im Sand spielen ist genau unser Tool, denn dort finden sie Muscheln. Und so könnt ihr eure Motorik etwas aufbauen, aber ihr seid echt hundemüde. Ich finde das so cool, dass der Ersteller hier Eimerchen und Schaufelchen platziert hat. Jetzt, wo ich hier die Kleine sehe, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass jemand zu den Pfadfindern geht. Justin, magst du vielleicht im Sand spielen? Diese Zelte hier finde ich auch richtig cool. Diese nutze ich viel zu selten und ich zeige euch diesen Spielturm von oben. Also die Kinder können per Leiter nach oben und haben hier so einen Spieltisch. Aber sie haben auch ganz viele Treppen, die sie nutzen können und hier geht es dann wieder runter. Findet bitte Muscheln. Sehr gut, hier ist sogar eine Bank, wo man ein kleines Nickerchen machen könnte. Und hast du ein paar Muscheln gefunden? Ach, du legst dich lieber schlafen. Okay, dann gute Nacht. Du hast 24 Stunden Zeit, um deine Rechnung zu bezahlen, bevor dein Wasser abgestellt wird. Das ist doch fantastisch. Und Justin, ich sehe hier gerade, hier sind ein paar Steinchen. Dann grabe ich hier doch mal. Denn ich brauche unbedingt Geld. Also mit Daria alleine habe ich es super hinbekommen. Aber jetzt alles wieder umzustrukturieren, ist gar nicht so einfach. Also hier an der Fußgängerzone sind sehr viele Mülleimer. Das ist richtig cool. Ja, die anderen Kinder sind mittlerweile aus der Schule. Und ich denke, ich lasse sie mal alleine auf dem Grundstück. Denn ich denke, so kommen ihre Werte etwas besser in Schwung. Gute Noten. Daria ist eine Zweier-Grundschülerin. Wahnsinn. Also ich muss sagen, Justin hat einiges gefunden und wir verkaufen natürlich direkt alles, außer das Nachtlicht. 345 nur mit Justin ein paar Runden hier in der Tornewühlen. Und deine Suche war nicht so erfolgreich, aber wir werden natürlich alles verkaufen. 235. Oh wow, ob Justin Angeln nicht mag. Also wenn er das hier schon so sagt, dann drücke ich einfach mal auf Ja. Denn die Charakter sollen sich von selbst formen. Jetzt siehst du hier die Zahnlücke von Anthony.
Ich denke, das hat ganz gut gepasst. Und ja, er spielt Pirat. Aber ich werde jetzt auch die Zeit mit ihm nutzen, um hier eine kleine Sammeltour zu starten. Denn mit Justin und Toni war das doch erfolgreich. Ja, und da er kennt natürlich das Spiel schon mit den Müllwühlen und wird ihm natürlich helfen. Das ist doch süß, wie die im Zelt spielen. Also am liebsten würde ich auch denen so ein Zelt holen. Sie könnten sich ja das aus irgendwelchen Stoffplätzen selbst zusammenbauen. Oh, du hast einen Ball hier mitgenommen, das ist ja cool. Ja, und generell können sich auch die Kinder mal unterhalten und näher kennenlernen. Denn nur so können Freundschaften, Feindschaften oder Liebschaften entstehen. Und dann werde ich direkt mal die Kleinkindbetten verkaufen. 944, Wahnsinn. Wir bräuchten insgesamt 6 Betten. 2 haben wir. Ich denke, ich werde einmal das vom Unipack besorgen. Und dann reicht es wirklich noch für ein Bett. Oder ich verkaufe das Bett wieder und hole lieber das Zelt. 500 Simoleons kostet das. Dann hole ich, glaube ich, lieber das Zelt, denn es hat mir vorhin sehr gut gefallen. Justin, und du könntest hier ein Nickerchen machen. Ach, wir können ja hier noch diesen Vulkan verkaufen, dann haben die Kinder wieder Geld. Nein, jetzt legst du dich in den Schlaf. Okay, gute Nacht. Okay, Laura nimmt das hier schon sehr gut an. Sie spielt. Aber dadurch verschwindet hier der Schlafplatz, oder? Das geht wirklich. Das ist ja so cool, dass 2 Kinder darin schlafen können. Das Monster ist jetzt nicht nur im Keller, sondern auch unter den Betten. Ich finde das etwas schade, dass die Entwickler auch keine mutigen Kinder erstellt haben. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Kinder Angst vor Monstern haben, oder? Und mit diesem Bild verabschiede ich mich und vielleicht schaust du bei einem anderen Video vorbei. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und sag bis zum nächsten Mal.